Juror Joachim Jambi hat seine Strenge schon oft bewiesen. Doch in der vierte Let's Dance hatte er kaum ein gutes Wort für einen der Promis. Für Let's Dance-Kandidat Bijon Katilatu wurde die vierte Show der diesjährigen Staffel zu einer Zitterpartie. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Motivationscoach hatte bereits bei den Proben gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In der Live-Show folgte dann die nächste bittere Nachricht. Doch von vorn, die vierte Show stand im Zeichen Bella Italia. Die Tanzpaare mussten also zu italienischen Klassikern performen. So auch Bijon Katilatu und seine Tanzpartnerin Martha Arndt. Die beiden mussten einen Wiener Walzer zu Ti Amo von Umberto Tozzi zum Besten geben. Und damit hatte Katilatu so seine Probleme. Bijon Katilatu kämpfte mit Übelkeit nicht etwa wegen der Tanzschritte. Nein, etwas anderes machte dem 39-Jährigen zu schaffen. Denn er hat nach eigener Aussage Probleme mit dem Innenohr. Schon wenige Drehungen lösen bei ihm Übelkeit und im schlimmsten Fall sogar Erbrechen aus. Während der Proben wurde es ihm bereits zu viel, er musste eine Pause einlegen. Umso größer war die Angst vor dem Live-Auftritt. Ich hoffe, dass ich Martha nicht ankotze, so scherzte der Coach noch vor dem Start. Dazu kam es glücklicherweise nicht. Das Paar überstand den Tanz ohne größere Vorfälle, doch Erleichterung stellte sich nicht ein. Während Mozzi Mabuse und Jorge González ihre Kritik noch recht wohlwollend formulierten, ließ Joachim Jambi kein gutes Haar an der Performance. Es kommt kein gutes Urteil, kündigte er schon an. Du bist von der Haltung her, oben komplett auseinandergefallen. Die Arme waren auch zu weit unten. Ich sag mal, ich glaube, du hast gekämpft, hier durchzukommen. Takt war so gerade eben, Haltung geht so. Und die Fußarbeit, da möchte ich gar nicht drüber reden. Die war Katastrophe. Katastrophe. Ich war froh, dass du einigermaßen im Takt warst, weil sonst hättest du nur einen Punkt heute kassiert. Mozzi und Jorge widersprachen vehement und auch das Publikum reagierte eindeutig. Schallende Buhrufe prasselten auf Joachim Jambi nieder. Der lässt sich davon wenig beirren. Bijon Katilatu konnte die Kritik jedoch nachvollziehen. Er gestand, sich durchgekämpft zu haben. Die Fußarbeit, das wisse er auch, sei seine Schwäche. Das Urteil von Joachim Jambi fiel dann vernichtend aus. Während seine Jurykollegen beide 5 Punkte vergaben, vergab Jambi 2 Punkte. Das Publikum war abermals empört und buhte den Juror aus. An der Punktevergabe änderte das jedoch nichts.